Hallo zu einem Video über Theodor Fontane, Leben und Werk. Fontane lebte von 1819 bis 1898. Als Schriftsteller verfasste er Prosatexte und Gedichte. Er war aber auch Journalist und Theaterkritiker. Seine Romane werden der Stilrichtung des Realismus zugerechnet. Zum Werdegang. Fontane wurde als Sohn hugenottischstämmiger Eltern am 30. Dezember 1819 in Neuruppin geboren, wo sein Vater eine Apotheke betrieb. Von 1836 bis 1839 absolvierte er eine Ausbildung zum Apotheker. Dies geschah in Berlin, danach arbeitete er für mehrere Jahre an unterschiedlichen Apotheken, unter anderem in Leipzig, Dresden und erneut in Berlin. Nach dem Militärdienst verlobte er sich 1845 mit Emilie Rouanet Kummer, 1824 bis 1902. Die beiden heirateten im Jahr 1850. Während seiner Verlobungszeit unternahm er eine erste Reise nach England, wurde als Apotheker erster Klasse, wie das damals hieß, approbiert und nahm an den Barrikadenkämpfen der Revolution von 1848 teil. Außerdem veröffentlichte er zu dieser Zeit politische Kampfschriften. Im Herbst 1849 entschied sich Fontane dafür, den Apothekerberuf aufzugeben und sich gänzlich der bisher nur nebenbei betriebenen Schriftstellerei zu widmen. Bereits 1839 hatte er eine erste Novelle unter dem Titel Geschwisterliebe veröffentlicht. Es folgten einige Gedichte. 1849 erschien dann das Buch Männer und Helden, 8 Preußenlieder. Das Ehepaar Fontane bekam zwischen 1851 und 1864 insgesamt 7 Kinder. Wie damals nicht unüblich, verstarben hiervon bereits 3 kurz nach der Geburt. 3 Jahre nach der Revolution trat Fontane in die Redaktion der neu gegründeten Neuen Preußischen Zeitung ein. Dieses wegen des im Titel enthaltenen Eisernen Kreuzes, auch als Kreuzzeitung, bezeichnete Blatt richtete sich an die konservative preußische Oberschicht. Es bildete, so die Intention der Herausgeber, ein Gegengewicht zur bürgerlich-liberalen Nationalzeitung. Fontane blieb der Kreuzzeitung bis 1870, also fast 20 Jahre lang, verbunden. Im Auftrag der preußischen Regierung ging er von 1855 bis 1859 als Korrespondent nach London. Dort unterstand er dem Botschafter und sollte die preußische Außenpolitik in Zeitungsbeiträgen in englischer und deutscher Sprache vermitteln. Umgekehrt berichtete er in einer Artikelserie über England und machte so beispielsweise die Kunstrichtung der Präraffaeliten in Deutschland bekannt. Nach seiner Rückkehr nach Berlin verfasste er vor allem Reiseliteratur. Das stellte damals ein sehr populäres Genre dar, weil die wenigsten Leute eben selbst Reisen unternehmen konnten. Im Zentrum der Werke aus dieser Periode stehen neben Berichten aus England und Schottland die sehr bekannten Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Außerdem betätigte er sich als Kriegsberichterstatter sowohl 1864 gegen Dänemark als auch 1870-71 gegen Frankreich und war seit 1870 als Theaterkritiker für die liberale Vossische Zeitung tätig. Nach Reisen mit seiner Frau Mitte der 1870er Jahre gab er seine Redakteurstätigkeit auf, um wieder als freier Schriftsteller zu arbeiten. In der Folgezeit entstanden seine bekannten Romane wie L'Adultera 1882, Frau Jenny Treibel 1893, Effi Briest 1896 und schließlich Der Stechlin posthum 1898-99. Am 20. September 1898 starb Fontane in Berlin. Bis heute tragen Straßen und Plätze in ganz Deutschland seinen Namen und sind eine ganze Reihe von Schulen nach ihm benannt. Im Fontanejahr 2019 wurden viele seiner Bücher neu aufgelegt und es gab einen ganzen Schwung an Literatur über Fontane. Insbesondere Effi Briest ist nach wie vor als Schullektüre kanonisiert. Literarische Einordnung. Literarisch wird Theodor Fontane dem sogenannten Realismus zugerechnet. Dabei handelt es sich sowohl um einen Epochenbegriff als auch um einen Stilbegriff. Realismus bezeichnet die literaturgeschichtliche Epoche von 1848
1848 bis 1890, also genau die Zeit, in der viele Werke von Fontane erschienen. Als Epoche bezieht sich der Begriff des Realismus auf verschiedene europäische Länder und auch auf die USA, hat dann aber jeweils durchaus unterschiedliche Ausprägungen. Ein realistischer Stil im Sinne einer möglichst wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe dessen, was beschrieben wird, lässt sich allerdings nicht zeitlich so eng umgrenzen, sondern findet sich in frühesten Literaturepochen bis in die Gegenwart immer wieder unterbrochen und abwechselnd mit anderen Zugriffsarten. Allerdings ist es beispielsweise gerade in der deutschen Klassik und Romantik so, dass eine solche nacherzählende Wiedergabe nicht als literarisch und künstlerisch wertvoll betrachtet wurde. Echte Literatur in Anführungszeichen war nur möglich durch eine ästhetische, sittliche und geistige Veredelung. Und diese wurde nicht nur gefordert, sondern dann auch praktisch durchgesetzt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fallen Epochen- und Stilbegriff des Realismus dann zusammen und finden ihre bevorzugte Darstellungs- und Ausdrucksform im Roman. Und dies gilt insbesondere für den deutschen Realismus, von dem im Folgenden die Rede sein soll. Das spezifische Spannungsverhältnis von Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik führte in Deutschland zu individuellen und kollektiven Erfahrungen und Prägungen, die sich natürlich auch auf die literarische Diskussion und Produktion auswirkten. Hierzu zählen das andauernde Fernhalten des wirtschaftlich erstarkenden Bürgertums von der politischen Macht und auf der anderen Seite die Dominanz des Adels in Politik und Militär. Das bedeutet, dass eben Führungspositionen auch in diesen Bereichen nicht von Bürgerlichen erreicht werden konnten. Demgegenüber kam dem Adel nach wie vor eine kulturell habituelle Vorbildwirkung zu, die weite Bereiche der Gesellschaft erfasste, während gleichzeitig die wirtschaftliche Bedeutung des Adels zurückging. Das heißt, es gab eine Reihe von Gegensätzen und diese Situation war für die Bürger logischerweise unbefriedigend. Wichtig ist natürlich auch die lange ausbleibende und erst 1871 vollendete Nationalstaatsbildung, die im Vergleich zu den umgebenden Nachbarn als defizitär begriffen wurde, als Nachteil, der auch irgendwie überkompensiert werden musste. Die preußische Führung, unter der der Nationalstaat dann gebildet wurde, führte dazu, dass es nicht zu der seit der Französischen Revolution ja eigentlich auch in Deutschland angestrebten politischen Liberalisierung kam. Und gleichzeitig kam es im Laufe des 19. Jahrhunderts immer stärker zu einer wirtschaftlichen Modernisierung durch kapitalistische Produktionsweisen und dadurch zu einer weiteren Erstarkung des Bürgertums, gleichzeitig aber auch zu einer Verschärfung der sogenannten Arbeiterfrage. Und schließlich nimmt die Diskussion um die Gleichstellung der Frau an Fahrt auf. All dies findet sich in unterschiedlicher Dichte und Ausprägung in der Literatur der Zeit, insbesondere im Roman. Historische Stoffe dienen der Legitimation eines Nationalnarrativs. Zeitgenössische Stoffe hingegen behandeln politische und gesellschaftliche Konflikte. Die Erzählhaltung des Realismus ist detailgetreu, anders als im sogenannten, vor allem in Frankreich, favorisierten Naturalismus, fehlen aber sozialkritische Elemente. Fontane tritt als auktorialer Erzähler auf, der alle Fäden in der Hand hat und seine Figuren und ihre Umgebung liebevoll distanziert beschreibt. Oft mit einer Prise feinen Humors. Wichtiges Stilmittel ist der gepflegte Dialog in einem formalen Handlungsrahmen, wie etwa einem Abendessen, manchmal auch in einer eher privateren Atmosphäre, wie einem Ausflug oder einer Wanderung. Die Figuren werden trotz des gesellschaftlich vorgegebenen Rahmens dann immer sehr individuell mit typischen Charakteristika gezeichnet und gleichzeitig durch die Interaktion und den Dialog werden ihre Konflikte und Handlungsmotive herausgearbeitet. Nicht selten bildet ein Geschehen in der Wirklichkeit, über das in der Zeitung berichtet wurde, den Ausgangspunkt für die literarische Aufarbeitung. Dies ist etwa der Fall bei Schach von Wutenau, bei L'Adultera und natürlich auch bei Effi Briest. Wenn ihr mehr über Fontane und seine Bücher
erfahren möchtet, dann habe ich jetzt eine Playlist verlinkt, bei der einige Bücher besprochen werden. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.